Guten Morgen, guten Tag, wie auch immer. So, gerade ein bisschen wo ist denn hier Mute? Da ist Mute. So, wir haben wieder Samstag. Ich bin ziemlich zerstruppelt. Wir haben einfach so eine feuchte Luft. Da kriege ich meine Haare absolut nicht glatt. Und wie ihr hört, bin ich dummerweise immer noch nicht wieder ganz fit. Ich habe eben die Sonnenbrillen abgeholt bei der Post und die werde ich jetzt mal aufprobieren. Mal gucken, wie die aussehen. Ich fürchte, die, die mir am besten gefällt, wird mir wahrscheinlich wieder nicht stehen. Aber mal schauen. Da sind sie jetzt also drin. Beide von Superdry. Ihr kennt das Ganze ja schon. Werbung wegen Markennennung, nicht gesponsert. Hier ist die Enzo drin. Und hier ist die Lizzie drin. Die Lizzie ist mehr so eine normale. Und die Enzo ist die, also von der Form her, und die hier ist so ein bisschen runder. Und die hier gefällt mir eigentlich besser. Ich fürchte aber, mir wird die hier nicht stehen. Verstehen mir auch beide nicht. Ich weiß es nicht. So. Hoppala. Oh, Schnief, es tut mir leid. Also als erstes hat es jetzt scharf gestellt. Jetzt. Als erstes die Lizzie. Voilà. Die sieht so aus. Mit dem, ja, ist so von der Grundfarbe her lila und hat pinke Bügel. Die werde ich jetzt, glaube ich, als erstes mal aufprobieren. Das ist hier oben eingeklemmt. Jetzt. So, jetzt ist der Bügel ab. Sieht natürlich immer doof aus, wenn das hier dran ist, aber das ist ein Seil, das ist kein Gummi, das kann ich nicht abnehmen. Ja, ich sollte vielleicht auch die Brille absetzen, die andere. So, bevor ich jetzt überhaupt eine Brille sehe, seht ihr die Brille direkt an mir dran. Ich sehe überhaupt nichts. Es ist einfach so dunkel. Also ich glaube aber, die könnte eventuell gar nicht so schlecht aussehen, aber ich sehe halt nichts. Aber mal schauen, wie die dann vom Spiegel aussieht. Und es ist halt so ein bisschen die Form wie die andere auch von mir. Also die finde ich auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Oh Gott, stell da gar nicht wieder um vom Licht her. Jetzt packe ich die andere mal noch aus. Moment. Jetzt also noch die Enzo, die mir eigentlich besser gefällt. Die ist sehr, sehr zart, sehr filigran mit Gold und Rosa. Und die sieht... Wow. Ja, super. Ich schmeiße sie direkt weg. Die sieht so aus. Ist die nicht mega nice? Ich finde die so toll, weil die hier auch noch so... Ja, doch, sie stellt es scharf. So Schriftzeichen da oben drauf hat. Aber ich fürchte fast... Und hier sieht man das so ein bisschen mit dem Roségold. Ich fürchte fast, sie wird mir nicht stehen. Weil mir solche Brillen eigentlich nie stehen. Das ist traurig, weil ich liebe diese Art Brillen. Aber gucken wir mal. So, ich habe sie jetzt auf. Macht euch bereit zu lachen. Oh, vielleicht sieht die gar nicht so schlecht aus. Aber ich sehe es auch hier nicht gescheit, weil die halt so abdunkelt. Auch hier muss ich das mir gleich mal vom Spiegel angucken. Und ich muss es mir vor allen Dingen auch mit unterschiedlichen Frisuren angucken. Ich habe normalerweise die Haare nie. Auch hier nochmal. Die ist natürlich auch krass verspiegelt. Ich habe normalerweise die Haare nie offen im Sommer, weil mir es einfach viel zu warm ist im Nacken. Ich habe die eigentlich immer nach oben gebunden. Und das heißt, ich werde mir die mit unterschiedlichen Frisuren auch anschauen, die Brillen. Und dann mal gucken, wie die so wirken. Aber jetzt habt ihr schon mal so einen ersten Eindruck. Ich packe mir mal so ein bisschen die Haare zurück. Also ich bin mal gespannt, wie die aussieht, wenn ich selber ein Bild davon sehe. Leckere Wraps. Ja, und Lippen. Ach so. Irgendwie alle... Rückjahr schauen. Alle überarbeiteten Maps sind fast scheiße, oder? So Wolkenkratzer. Grenze. Kanal war, glaube ich, die letzte vernünftig überarbeitet. In meinen Augen. Tränen hoch. Macht Mira Sinn?
Jo. Das mit Finger? Ja. Ach nee, weil der Stift zu nah dran ist. Doch normal geht das eigentlich mit dem Finger auch. Durch die Folie nicht mehr. Doch, durch die Folie soll es eigentlich auch noch funktionieren, aber... Aber ich hätte gesagt, ja. Machen wir da bitte Fortführung. Ganz höflich. So, Sonntag. Der Tag ist jetzt schon fast rum. Wir machen jetzt noch wieder asiatisch. Heute mit Lachs aus dem Ofen. Das wird wieder lecker, oder? Was sagt der Koch? Kein Kommentar. Kein Kommentar, habt ihr gehört. Dann müsst ihr euch selber eine Meinung bilden nachher. Mal, habe ich nicht einen tollen Papa? Der hat mir nämlich erst noch die Reifen gewechselt und die Sommerreifen drauf gemacht und das Auto mal abgewaschen. Das war nämlich extrem dreckig. Dienstag ist angebrochen, Dienstag, der 8. Juni. Ich glaube, gestern habe ich gar nicht gevloggt. Kann das? Doch, ich habe gestern aufgenommen, wie schön sauber mein Auto ist und dass der Papa die Reifen gewechselt hat und die Felgen gewaschen sind. Das habe ich aufgenommen, genau. Ich habe eben noch meine Sonnenbrillen zurückgebracht. Ich habe mich entschieden, soll ich es euch schon sagen? Ich sage es euch noch nicht. Ich zeige es euch, wenn die Brille ankommt. Genau, und ich habe mich entschieden für, weil momentan alles so krass reduziert ist und es nochmal einen 15% Gutschein gegeben hat. Also insgesamt 25% auf die Sachen generell und dann auf den Preis nochmal 15% runter. So habe ich die Brille einen Huni günstiger bekommen, als sie normalerweise kosten würde. Und habe mich jetzt für eine Brille mit Sehstärke und selbsttönenden Gläsern entschieden. Genau die Gläser, so wie sie da jetzt waren, die gab es nämlich nicht. Also bei beiden im Übrigen nicht. Das heißt, ich verrate euch damit nichts. Also die konnte ich so nicht kriegen. Waren ja beide von Superdry und Superdry gibt da leider den Farbcode nicht raus an Mr. Spex. Und ja. Deswegen musste ich mich da für andere Gläser entscheiden. Sollte mir das überhaupt nicht zusagen, dann kann ich die 30 Tage lang nochmal zurückschicken und sagen, hier bitte umändern, das wird dann kostenlos gemacht und verrechnet dann entsprechend der Preis. Ja, von daher bin ich mal gespannt. Aber ich dachte mir, dass das bestimmt ganz praktisch ist. Die sollen ja mittlerweile sich auch sehr schnell tönen. Und ich dachte mir, da muss ich nicht immer zwei Brillen dabei haben, wenn das Wetter gut ist. Dann ziehe ich die hier auf, wenn wir eher nicht so gutes Wetter haben und die andere bei sonnigem Wetter. So viel der Plan. Jetzt muss ich aber ab auf die Arbeit. Es geht los. So, gerade von der Arbeit heimgekommen. Gleich möchte ich noch schauen, dass ich... Badezimmer gucken hier. Gleich möchte ich noch schauen, dass ich im Homeoffice mal noch eine Liste fertig mache mit den neuen Aushilfen, die wir haben. Das ist jetzt gerade so meine Homeoffice-Aufgabe noch, die ich mir für heute gesetzt habe, weil ich das auf der Arbeit nicht schaffe und weil da so viel zu tun ist. Ja, aber ich habe noch eingekauft. Das hier hatte ich heute Morgen noch bei Dennis abgeholt, das hatte ich vergessen. Und ansonsten Bananen für morgen vorm Sport, nach dem Sport, Protein. Ding. Und irgendwo da unten sind noch Eiswaffeln und da kommt Philadelphia drauf. Also wenn ich Bock auf was Süßes habe, dass ich da Milka Philadelphia drauf machen kann und nichts Schokoladiges esse, einfach nochmal um so ein bisschen Kalorien zu sparen. Gut, ich werde jetzt gleich nochmal wieder zum Essen. Oh Gott, ich muss jetzt verstrecken. Oh. Zu Mama und Papa fahren. Letzte Woche habe ich, glaube ich, letzte Woche eigentlich gefilmt, wie ich gekocht habe. Ich glaube nicht. Ich plane jetzt auf jeden Fall mal häufiger auch bei mir zu kochen. Das ist natürlich, es ist ungelogen, es ist praktisch, wenn man futtern bei Mutter kann. Das ist unbestritten. Wenn ich von der Arbeit komme und hier noch weiterarbeite, Homeoffice und meinen eigenen Krams und abends streamen und putzen, Wäsche machen und sowas, dann ist es schon ganz angenehm, wenn ich abends dann noch da essen kann. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber trotzdem möchte ich mal schauen, dass ich das auch mal häufiger wirklich für mich mache.
wenigstens Kleinigkeiten, wenn es an den Tagen ist, wo ich sowieso spät dran bin. Heute war ich jetzt noch nicht ganz so fleißig, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nicht zufrieden mit mir. Ich habe heute 3 Videos aufgenommen. 2-mal Minecraft, 1-mal Wins and Fails. Ich wollte eigentlich mehr schaffen, aber ich war ein bisschen müde direkt nach der Arbeit. Aber ich habe jetzt gerade noch 4 Videos geschnitten. Das ist schon mal ganz gut. Und ja, wenn ich ja wieder zu Hause bin, dann wird auch direkt wieder fleißig weitergestreamt. 2 Stunden Final Fantasy. Heute werde ich aber tatsächlich ohne Facecam streamen, weil ich habe manchmal so Tage, da habe ich echt einfach keinen Bock mit Cam zu streamen, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, ich werde das auch manchmal so ein bisschen in den Folgen so machen, wenn ich aufnehme. Ich nehme ja in aller Regel Horse Club, Minecraft und Star Stable immer mit Cam auf. Ich muss mal gucken, ob ich das da vielleicht auch mal so ein bisschen so mache, dass ich sage, wenn ich halt keine Lust habe oder es passt sich zeitlich einfach nicht, dass ich dann nochmal ohne Cam aufnehme, weil jetzt ist das perfekte Licht zum Aufnehmen mit Cam. Je später es wird, desto blöder wird es mit dem Ausleuchten, mit dem Greenscreen hinter mir. Und dann nehme ich in aller Regel nicht mehr auf, auch wenn ich vielleicht noch Zeit dafür hätte. Und dadurch geht mir einfach auch Zeit verloren in der Woche. Und ich glaube, ich werde das dann einfach auch mal so machen, dass wenn ich halt spät aufnehme, nach dem Stream noch, dass ich dann lieber auch mal Folgen aufnehme ohne Cam. Aber ich habe sie dann dafür im Kasten und habe mir dadurch Zeit gespart, als dass ich dann sage, oh ne, ich lasse jetzt die Zeit verstreichen. Ich muss mal gucken. Den Vlog von letzter Woche muss ich übrigens auch noch schneiden. Und wir haben schon Dienstag. Das ist bitter. So, jetzt aber erstmal essen. Die Pfanne ist so schwer. Ja. Meine auch. Ich habe ja auch eine. Habe ja auch so eine. Die ist auch so schweineschwer. Die von Dennis ist leichter, obwohl die größer ist. Aber die ist gut. Ja, ich bin mit meiner eigentlich auch zufrieden. Ja, ist so, es geht auch wieder besser, wenn ich im Training bin. So, wir haben es jetzt 20 vor 11. Videos laden hoch. Die nächsten Videos rendern. Und ich gönne mir jetzt, upsala, noch. Und ich gönne mir jetzt noch eine Folge Shameless. Staffel 4, Folge 4 bin ich jetzt. Sucht nach mehr. Und ich gönne mir dazu noch Toast mit Milka-Felle, Philadelphia. Und ab und an esse ich auch ganz gerne mal was Süßes auf Toast, aber da spare ich doch einiges an Kalorien zu Nutella, auch wenn es mir nicht so gut schmeckt wie Nutella. Aber naja. Abnehmen bedeutet halt doch auch immer noch ein bisschen Verzicht. So, jetzt aber essen, gucken und dann entspannt ins Bett. Das war's für heute. So, Mittwoch. Lassen Sie uns die Einrichtung Ihres... Nein, mein Gerät ist eingeschlossen. Mittwoch, der 9.6. Schon um 7:45. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Ich habe jetzt gleich einen Pudding, den ich esse. Und auf der Arbeit werde ich dann noch eine Banane essen. Als Stärkung für den Sport. Ich habe gerade schon meine Sporttasche noch gepackt. Ich hoffe, das hier ist nicht... Also es ist ein T-Shirt, ja. Aber boah, wenn ich da schwitze, dann sieht man das halt direkt. Ich weiß aber nicht, wie warm es heute werden soll. Also hier im Wohnzimmer scheint es jetzt gerade sehr warm. Aber draußen sollte es heute eigentlich noch nicht so warm werden. Ich bin mal gespannt. Ich bin so gespannt. Ich bin richtig aufgeregt vom Fitnessstudio. Oh. Ich habe mit der graphitbraunfarbenen Swedish Fall Leggings habe ich jetzt meinen neuen orangenen Sport-BH kombiniert. Ist gerade der einzige Sport-BH tatsächlich, den ich hier habe, die nicht bis da ausgeschnitten ist. Naja, nicht ganz so krass. Der von Puma ist nicht ganz so extrem, aber auch. Also der ist extrem. Den hatte ich bislang noch nicht ohne was anderes drüber an. Meine anderen Leggings, da traue ich mich momentan definitiv nicht rein, weil die sind alle eine Nummer kleiner. Und die einzigen, die auch ein bisschen lockerer sind, also eine davon, die ist noch irgendwo bei meinen Eltern im Fundus. Die habe ich noch nicht wieder gefunden. Und eine davon, die ist zwar hier, aber die hat Neon Pink dran und da will ich keinen Neon Orangen BH zu anziehen. Das sieht dann vielleicht nicht ganz so gut aus. Pikachu. Oh Gott, Leute, ihr merkt es. Ich bin super hibbelig. Ich bin echt richtig hibbelig. Ich freue mich. Ich werde die Kamera mal mit reinnehmen. Ich habe ja meine Fitix-Drehgenehmigung, aber ich glaube, ich werde nicht viel was anderes filmen, als so ein bisschen zwischen den Geräten hin und her. Ich denke nicht. Erst wenn mein Bauch wieder flacher ist. Ach so, jetzt aber frühstücken hier. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich
Ich habe mich gerade spontan umentschlossen und habe jetzt einen Top an. Die Hose noch nicht beachten. Die ziehe ich morgens auch immer an, weil sie bequem ist. Oh, jetzt muss ich aber echt frühstücken. Ach, scheißen Dreck. So, Auto geparkt. Und jetzt geht's los. Ich hoffe, mein Tag wird heute nicht zu stressig und ich kann pünktlich Feierabend machen. Mal gucken. So, der Papa testet mich jetzt fürs Fitnessstudio heute Nachmittag. Ja, mal gucken, ob ich positiv überrascht bin. Guckt mal, Leute, Simply Paper auf Simply Cuddy. Sind Sie schon mal getestet worden? Selbst getestet. Oh, das. Sie brauchen keine Angst zu haben. Legen Sie den Kopf bitte in den Nacken. Ich bin noch ganz vorsichtig. Es wird ein bisschen kitzeln. Ich bin noch nicht da, wo ich hin will. Kommst du schon hinten raus? Nee. Dann ist ja gut. Ah. Das war's. Das Rausziehen ist das Fieseste. Boah. Wenn da jetzt bei dem T noch ein Strich wäre, dann würde der Test positiv sein. Da aber nur an dem einen, an dem C, ein Strich auftritt, ist der Test negativ. Sehr gut gemacht. Ja. Oh Leute, es ist wieder soweit. FitX, erstes Training seit 7 Monaten. Check, seit 7 Monaten und einer Woche. Formcheck, erstes Training vorher. So, guck mal, erstes Training hinter mich gebracht. Ich filme jetzt gerade mit dem Handy. Sorry, dass es so wackelig ist. Also ich habe einen Speicherkartenfehler. Deswegen bin ich beim Trainieren dann aufs Handy umgestiegen. So, jetzt ab nach Hause. Dann schraube ich mir schnell einen Riegel rein. Und danach werde ich dann, glaube ich, denke ich, duschen, was essen,
Ich habe Skier-Möhrenbrot zu Hause und darf also gespannt sein. Oberdach. Und ja, erstes Training war gut. Ja, ich wollte eigentlich morgen direkt nochmal gehen, ob ich das hinkriege. I don't know. So, ich bin jetzt zu Hause, wie ihr erkennen könnt. Habe aber immer noch meine Sportklamotten an. Ich muss gleich noch schnell unter die Dusche hüpfen. Oh, ich muss mich echt beeilen. Was ich eigentlich eben noch sagen wollte, als mein Handy auch voll war, war, dass ich nicht glaube, dass ich morgen zum Sport kann, wie geplant. Weil ich glaube, da ist ein ordentlicher Muskelkater, der kommen wird. Ja, also ich bin mal gespannt. Ich vermute mal fast, Dennis will am Samstag gehen. Vielleicht kann ich mich da einfach anschließen. Ich meine, wir haben ja sowieso unseren eigenen Plan. Dann trainiert er halt für sich, ich trainiere für mich. Auch nicht so tragisch, aber das Doof ist nur, Samstag soll es mega warm werden. Das heißt, ich glaube, das wird richtig ekelhaft. Mal schauen. Oh Gott, ich habe jetzt schon Schmerzen, wenn ich die Kamera halte. Boah, also auf geht's, duschen. So, ich mache mir jetzt gerade noch ein bisschen Whey-Protein, ein Shake, und zwar mit der Sorte Peach-Joghurt. Die hält auch gar nicht mehr lang, aber ich mache sie jetzt erst auf, von daher wird das nicht so tragisch sein. Und es riecht so lecker, Leute. Och, es riecht so göttlich. Und den gönne ich mir jetzt. 30 Gramm kommen da rein. Ich habe hier diesen großen Scoop. Ist übrigens nicht gesponsert. Ich hätte mega gerne ein Sponsoring von ESN, weil ich die Sachen einfach total gerne mag. Okay, es ist jetzt ein kleines bisschen mehr geworden. Ja, passt schon. Miam. Oh, da freue ich mich jetzt drauf. Guten Morgen. Heute ein bisschen spät dran. Ich hatte ein Müllauto vor mir. Oh, und ich schlappe aus dem Schuh. Göttlich. Tragflache Schuhe, haben sie gesagt. Die sind bequemer, haben sie gesagt. Also, ich habe natürlich prompt Blasen gelaufen. Interessante Kameraperspektive. Oh Mann. Okay, Leute. Es ist Miss Knautschgesicht in Sims 4 und Kaninchen. Electronic Arts hat das Landhausleben-Pack angekündigt heute. Heute am 10.06. Kommt am 22. Juli raus. Also noch gut einen Monat hin. Und es gibt Lamas. Freche Lamas. Wenn ihr Bock habt, dazu werde ich auf jeden Fall auch nochmal ein Let's Play machen auf Cuddy Gaming. Zeitlich begrenzt, weil ich Sims ja immer nur in so einer Art Staffel zeige. Aber würde mich freuen. Wenn ihr vielleicht dabei sein würdet. So, guten Morgen jetzt am Freitag, den, was haben wir denn heute, 11. Juni, genau. Ich werde mich jetzt gerade noch weiter anziehen. Ich habe nämlich gerade nur ein T-Shirt an. Es ist aber so super warm. Und dann mache ich mich heute ein kleines bisschen früher auf die Arbeit. Ich werde nämlich auch heute deutlich früher nach Hause fahren. Weil einfach noch so mega viel anliegt und ich habe gestern noch mit der Chefin telefoniert nach der Arbeit. Es ist einfach nicht machbar, wenn ich auf der Arbeit bin, weil dann kommen so viele andere Sachen noch, die dann mal eben noch anliegen. Die Chefin ist heute auch bei sich zu Hause. Dann machen wir heute Nachmittag einen Call und versuchen dann die ganzen Sachen durchzugehen, weil das eben verdammt wichtig ist. Wir haben dann einen Abgabetermin und ja. Deswegen werde ich heute schon früher von der Arbeit nach Hause gehen, werde wahrscheinlich auch heute Nachmittag nicht mehr viel vloggen. Ich möchte einfach zusehen, dass ich das Video mal relativ schnell fertig bekomme. Deswegen habe ich es auch noch nicht geschafft, ein Video zur Paper-Like-Folie zu machen. Also ich habe schon ein paar Schnipsel aufgenommen, wie es vorher war, wie es danach aussieht. Aber den Rest muss ich halt noch machen. Und da gucke ich mal, wann ich das fertig bekomme. Vielleicht schaffe ich es auch noch heute. Ich weiß es nicht, aber könnte auch schwierig werden, je nach Licht und allem drum und dran. Ich muss mal schauen. Ihr Lieben, ich glaube fast, ich werde mich vielleicht sogar schon komplett verabschieden für heute und heute Nachmittag gar nicht mehr vloggen. Das heißt, der nächste Vlog startet dann wieder morgen am Samstag. So, ganz kurz. Und das habe ich jetzt heute Nachmittag noch fertig gemacht. Das wird unser Plakat für die Digitalisierung vom Impfpass. Da
Das macht nämlich unsere Apotheke auch. Also, solltet ihr in der Gegend wohnen, kommt unbedingt zur Engel Apotheke, Bahnhofstraße 27 in Siegen, am Busbahnhof vor der Citygalerie. ja. Übrigens, da oben das Symbol, das gab es so nicht, das habe ich gebastelt. Von meinem Impfpass. Geht halbwegs. So, jetzt aber wirklich Ende für heute, für den dieswöchigen Vlog. Und ich gehe jetzt erstmal eine Runde schmelzen. Es ist warm. Bis dann!